Muss ja manchmal die Würfel schon abstoppen. Sonst versenke ich mit meinem Pickel hier nachher noch so ein Containerschiff. Das geht ja gar nicht, ne? So. Jörg hat auch einen. Das ist Ollis Angel. Da angelt er das dritte Mal mit. Die Zeit hat er noch nicht gehabt, die Pappe abzunehmen. Die denken ja, wir kommen vom Jahrmarkt hier. Oh, oh, der schwimmt bei denen in die Angel. Das ist ein ganz großer Fisch. Ja, hier stehe ich jetzt, ne? Mit Handschuhen und so weiter. Auf der gegenüberliegenden Seite war echt Sommer. Ja, erstmal Hände nass machen, ne? Ja, vorbildlich. Wir sind hier bei bestem Wetter am Nord-Ostsee-Kanal. Guck mal hier. Und wieder hat er gepunktet. Ja. Ja. Da hat der Spoon schon wieder zugeschlagen. Ja. Heute durfte ich dann auch mal. Ja. Olli. Na? Mit so einem Pickel angeln ist gut, ne? Ja. Ja, hast mich schön gefangen eben, ne? Ja, vielen Dank. Ja. Ja, das war ein schöner Fisch. Der Bann gebrochen. Jetzt bist du auch in dem Zeitalter angekommen. Das wird dich nicht mehr loslassen. Weil die Angelei ist echt spannend, oder? Ja, die macht Spaß. Ja, schon Bisse gehabt. War auch ein schöner Biss. Ja. Und vor allen Dingen auf so einer großen Distanz, so guck mal, gleich mal ein Tipp, wenn so ein Blinker so rumeiert, dann tauche ich den einmal ein, weil wenn ihr so werft, kriegt ihr keine Wurfweite hin. So, jetzt mache ich ihn einmal ruhig und dann, ja, dann geht er raus. So, und den Schnurbogen drehe ich nicht komplett raus. Ich lasse ein bisschen Schnurbogen auf dem Wasser liegen, weil wenn ich in den Schnurbogen reinkurbel auf dieser Distanz, fällt er natürlich verzögert, noch ein bisschen langsamer. Die Bisse kommen trotzdem klar durch. Und wir haben mal ein Flugzeug vorbeigeschickt, damit ich auch überhaupt nichts mehr hören kann. Die haben gewunken. Olli, hast du gesehen? Was haben die? Die haben gewunken. Ja, aber läuft ja anscheinend. Ja, läuft. Und Wetter hier, Pullover haben wir heute, den 18. oder 19. Februar, ne? Ja, ein paar Tage vor der Schonzeit. Ja. Muss ja manchmal die Würfel schon abstoppen. Sonst versenke ich mit meinem Pickel hier nachher noch so ein Containerschiff. Das geht ja gar nicht mehr. Boah, saugt der. Guck dir das mal an hier, was der für ein Wasser wegnimmt. Das ist gut, da kommt einmal Bewegung rein in die Geschichte. So. Jörg hat auch einen. Ja. Ja. Richtig. Ja? Ja. Zander oder was? Wir kriegen hier echt gute Wurfweiden hin mit dem Pickel. Ja. Ja, boah, was ein schöner Zahn. Ich kasse hier mit links ja, irgendwas. Nicht anheben, dann bringe ich ab. Ja. Aber ein Zug beißt einer. Ja. Guck mal her, da hat er einen Pickel auch drin. So. Da ich den... Ich weiß gar nicht, wie heißt er? Heißt er Sandaal? Diamond Sand Eel, glaube ich, ne? Diamond Sand Eel. Ja, ich bin mir da gar nicht so ganz sicher. Ich verkaufe die Dinger, aber ich weiß nicht mal genau, wie er heißt und angel die auch immer. Der hat auch schon richtig Zeiten erlebt hier. Da kann man auch manchmal sehen, wo die Zander da raufgetackert sind. So, hier wieder Vorfachlänge hier, ich weiß nicht, 60, 70. 30er Schnur habe ich da drauf in diesem Fall. Dann wird erst der Pickel eingehängt. Das ist ein Meerforellenblinker.
aus Tangsten. Ups, irgendwie habe ich mich jetzt hier vertüdelt. Dann hänge ich den Haken davor und dann mache ich den Snap zu. Und er hat halt den Vorteil, wir können das ja vielleicht mal gucken, ob wir das hier einfangen können. Der läuft auch schön. Wie gesagt, da ist echt Bewegung drin in dem Teil. Und wenn der runterfällt, das macht keinen Sinn, wenn ich das hier mache, dann bin ich in den Stein wahrscheinlich auch los. Durch die Geflechtschnur, die an der Oberfläche liegt, kippt er nicht so runter, sondern der kurbelt immer langsam runter. Und den gibt es in unterschiedlichen Gewichten. Wir angeln jetzt hier einen 17er. Ich habe den auch als 12er mit, das will ich auch gleich mal versuchen. Der fällt natürlich ein bisschen langsamer. Fliegt auch immer noch sehr, sehr weit, weil der klein und kompakt ist. Und ja, der Vorteil ist hier eben, dass dieser Köder also so gefühlt nur halb so lang ist wie ein Mehrfacheinblinker in der Gewichtsklasse. Der ist halt kürzer und kompakter und dadurch fliegt er natürlich viel weiter. Ne? So, mit so geht's weiter. Das ist hier so schön vom Wetter her. Ich weiß, was ich jetzt, da wird es gleich kalt im Wind, aber ich will noch einmal in den Wind. Hier haben wir am Anfang, ja, Kontakte bekommen. Jetzt geht gar nichts mehr. Und ich treffe diese Entscheidung schweren Herzens. Hier Frühlingsgefühle und dann fahren wir mal in den Winter, wa? Das ist meine Angel, ne? Das ist Ollis Angel. Hier, Zander Nummer 1, ne? Spezial Edition. Guck mal her, da angelt er das dritte Mal mit. Die Zeit hat er noch nicht gehabt, die Pappe abzunehmen. Ja, mach ich gleich. Ja, ich bitte drum, das musst du auch selber machen. Die denken ja, wir kommen vom Jahrmarkt hier. Oh oh, der schwimmt bei denen in die Angeln. Das ist ein ganz großer Fisch, aber der ist nicht richtig gehakt. Was denn, was für eine Klamotte. Wir haben vorhin noch über große Brassen geschnackt, ne? Ja. Was für eine Klamotte. Oh, hier ist ein bisschen weniger, wa? Ja, aber ob die Entscheidung nun richtig war, werden wir sehen. Der Brassen hat ihn mit dem Rücken gebissen. Natürlich nicht so klasse. Aber das gibt so Dinge, wenn wir das alles ausschließen wollen, dann müssen wir aufhören zu angeln. Und hier ist es so kalt, ich werde mir gleich die Handschuhe anziehen. Merkst du auch, Olli? Ja, ne? Okay. Habe ich ja gesagt, drüben ist Sommer, auf dieser Seite ist Winter. Aber drüben sind kaum noch Leute, ne? Die sind alle gegangen. Da steht noch einer, ich sehe nur noch zwei Leute da drüben, Olli. Sonntag 16 Uhr fahren die meisten Angler, ja, die müssen ja nach Haus. Nochmal hier. Rechtzeitig zum Abendbrot essen und... Und für unseren Ziel ist Fisch. Ach so, deshalb meinst du, sind die alle abgehauen? Ja. Ja, 17 Uhr, unser Ziel ist Fisch. 17 Uhr geht's los. Oh, da fang mal was. Aber heute läuft unser Ziel ist Fisch. Ja. Genau. Ja, hier stehe ich jetzt, ne? Mit Handschuhen und so weiter. Aber ich würde sagen, Mann, was für ein schöner Angelnachmittag. Ja. Auf dieser Seite haben wir nicht mehr so richtig gepunktet. Ich habe zwei Bisse gehabt, die ich nicht bekommen. Aber, ja Mann, ja, ich hätte mal so einen gut 70er Zander gefangen. 68 vielleicht, 70. Bisse gehabt,
Du hast einen schönen Fisch gefangen. Ja. Ja, was will man mehr? Und ich werde jetzt da hinten noch ein paar Würfe machen, muss ich gleich, so auf dem Rückweg. Aber dann ist das Licht vielleicht auch schon schlechter, ne, für die Kamera. Wir haben heute Jacken durcheinander. Ich bin, unser Ziel ist Fisch. Fang mal was, Pullover. Aber eigentlich alles super. Wie das denn heißt, Spaß gebracht hat das. Und der Film, wie gesagt, war heute ja gar nicht geplant. Wir wollten einfach ein bisschen angeln. Aber Olli, ne, so ein Kameramann, der braucht das ja. Der muss ja die Arbeit mit zum Angeln nehmen. Und ja, danke an euch. Fang mal was, geht weiter. Und vielleicht geht da hinten ja noch einer. Dann mache ich den mit der GoPro mal klar. Bye.